Und hey, meine lieben TV-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lehnt euch erstmal entspannt zurück. Heute machen wir mal ein kleines Info-Video, denn es werden sich jetzt bestimmt einige von euch fragen, falls ihr noch meine alten Videos durchblättern. Wo ist denn zum Beispiel Part 3 von Mario 1 Fake oder Part 4 von Mario Kart 8? Oder auch mein uraltes Lidda.io Let's Play. Ja, ich habe mal alles gemacht. Ich habe meinen Kanal etwas aussortiert, denn ich habe schon mitbekommen, einige Best-of-Macher haben Artikel 13 abbekommen, weil sie zu viele Copyright-Strikes hatten, die eigentlich zuvor nie gefährlich waren. Deswegen habe ich jetzt rund 30 Videos von meinem Kanal gelöscht. Und nicht wundern, falls irgendeine der Videos dabei waren, die so eure Lieblingsvideos waren. Ich muss aber dazu sagen, leider ist auch mal einer meiner Raps dabei. Ja, ist jetzt halt leider so, kann man nicht verhindern. Ich will halt nicht, dass mein Kanal auch gesperrt wird. Deswegen werde ich alle Urheberrechtsdinger jetzt entfernen. Darunter ist auch mein Video mit den meisten Aufrufen auf meinem Kanal zu leiden. Und ich glaube auch, dass mit den zweitmeisten und den drittmeisten. Nee. Das meiste, das zweitmeiste und das viertmeiste dürfte betroffen sein, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall zwei Fußball-Livestreams und einmal dieses 5-Arten-Video von Splatoon 2. Ja. Da gibt es halt auch noch ein paar Videos, die zu meiner YouTube-Geschichte gehören. Da hat es mir wirklich leid getan, dass ich die löschen musste. Wie eben zum Beispiel Slither.io oder Nebulus war da, glaube ich, auch dabei. Das sind alles Spiele, das hat zu meiner Kanalgeschichte gehört, aber. Was ist wichtiger? Kanalgeschichte oder Kanal erhalten lassen? Kanal erhalten lassen, denke ich mal. Und dann kommt heute auch noch, oder morgen, ich weiß noch nicht, eine Folge Fortnite Battle Royale, Season 7. Also Leute, ich wünsche euch noch einen entspannten Tag und tschüss, haut rein!